Geschäftiges Treiben in den Räumen der Berufsschule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier. Beim Leistungswettbewerb der Konditoreninnung traten hier die besten Nachwuchskonditoren des Landes gegeneinander an. Unter dem Motto Quadratur des Eies mussten die drei Konditoren je zwei Torten mit einem passenden Dekorstück, drei Sorten Pralinen, ein süßes Kleingebäck und modellierte Marzipanfiguren herstellen. Nebenan dekorierten die Konditoreiverkäuferinnen je ein Schaufenster mit Pralinenplatten, bunten Verpackungen, Preisschildern und Schokoladenhennen. Vorher hatten sie bereits einen Tisch für 4 Personen inklusive Dessertteller angerichtet. Geprüft wurde außerdem, wie sich die Kandidaten im Verkaufsgespräch mit Kunden verhalten. Nach 8 Stunden Wettbewerbszeit übernahm eine jeweils 3-köpfige Fachjury die Beurteilung der Ergebnisse. Danach ging es direkt weiter zur Siegerehrung. Bei den Verkäuferinnen teilten sich Chantal Krause und Sabrina Heim aus den Kammerbereichen Koblenz und Pfalz den 1. Platz. Beste Nachwuchskonditorin wurde Elisabeth Ambrosius aus Wittlich, die vor allem mit ihrer Limonenmus-Torte überzeugte. Die Sieger waren geschmacklich, die Pralinen, die Marzipanfiguren, sehr schön. Und wie gesagt, die Kleintochter mit diesem gewünschten Dekorstück drauf. Die war sehr schön. Die 3 Siegerinnen werden Rheinland-Pfalz im November beim Bundesentscheid vertreten. Trotz Vorbereitungsstress eine ehrenvolle Aufgabe. Natürlich freue ich mich darüber, dass es weitergeht. Aber es wird sehr stressig noch die nächsten 2 Monate. Aber mal gucken, was in Berlin dann ist.